Wasser ist bei Dürre besonders kostbar. Chaltu kommt täglich einmal an den Brunnen. Sie hat 6 Kinder zu versorgen, gemeinsam mit ihrem Mann. Für einen Weg ist sie mehr als eine Stunde zu Fuß unterwegs. Epu, ihr Esel, wartet bereits. Er hilft ihr, die schweren Kanister nach Hause zu bringen. Mehr als 20 Kilo wiegt ein einziger Kanister. Ohne Epo müsste Chaltu zweimal täglich den langen Weg auf sich nehmen. Ihren Esel verdankt Chaltu der Caritas-Aktion Schenken mit Sinn. 600 Familien bekommen nun nach der Dürre Ziegen, Schafe oder einen Esel.